guys. This is Doc M. Another Minecraft Video. Und das hier ist im Prinzip so ein... Im Prinzip kann man das hier auch Farmhouse nennen. Oder Farmville. Wie eine letzte Episode von mir. Und hier ist zum Beispiel eine übelst effiziente, übelst schnelle Melonenfarm. Zack. Wump. Kommt alles hex aus, denn das hier ist nämlich ein Ice High Speed. Ihr seht, hier ist Eis runter. Und deswegen bekommen wir hier ziemlich schnell ziemlich viele Melonen. Ich schätze, soweit ich weiß, sind ja auch hier einige Kisten mal voll gewesen. Vielleicht hat es umquartiert, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sehr effizient. Und hier sind wir bei seinem Design, das ich auch in meiner Let's Show Welt übernommen habe. Und zwar die Schafswolle-Farm-Zucht. Wenn ich eine Schere dabei hätte, würde ich es euch zeigen können. Auf alle Fälle sind in jedem Behälter vier Schafe mit der gleichen Farbe drin. Und man kann halt hier einfach schön rumgehen und die dann scheren. Das Ganze ist zweistöckig. Jetzt sind hier Scheren drin. Ja, hier sind Scheren drin. Man kann halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, nimmt man irgendeine Farbe, zack, schert die alle. Dann geht man hier drauf, dann öffnet sich Wasser und das schwemmt einem dann die ganze Wolle heran. Und dann fertig ist, dann wieder runter, Wolle rein, fertig. So läuft es. So nicht anders. Das Ganze ist zweistöckig, weil es gibt ja 16 Farben. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube aber ziemlich sicher schon. Und dann sind wir eben hier. Hier hat man noch einen kleinen Balkon. Und hier ist dann eben der Rest. Die restlichen Farben. Und vorne hat man wieder einen kleinen Quick Drop. Hier kann man wieder runtergehen. Und hier befinden wir uns jetzt in einem seiner ursprünglichen Schafsfarm, möchte ich mal sagen. Hier hat er quasi am Anfang die ganzen Schafe gehalten, bis er dann eben das gebaut hat. Mittlerweile ist es lustig, denn dieser Bereich hier ist, wenn ihr seht, bei LC Jungle. Das heißt, hier besteht die Option oder die Möglichkeit, dass hier Ocelots spawnen. Das heißt, hier hat man im Prinzip eine Ocelot-Farm. Ist ganz geil, weil es halt direkt in der Nähe ist und weil halt ziemlich sonst von dem Dschungel eigentlich nichts frei ist. Das ist ja das Einzige, wo sie spawnen können. Ist hier die Chance relativ hoch, dass hier was spawnt. Wofür der hier ist, weiß ich jetzt nicht. Ich will gar nichts, weil nämlich nichts drunter ist, okay. Aber wie gesagt, hier besteht eben die Möglichkeit. Warum er das da so komisch gemacht hat, weiß ich nicht. Will er schon einen Grund gehabt haben. Glas ausgegangen oder so. Dann schauen wir doch mal in dieses hübsche Prachtwerk hier. Die Kisten sind auf dem Bau. Sieht mittlerweile nicht sicher aus, auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen überdimensional. Stimmt, denn das ist nämlich schon Version 2.0, beziehungsweise ich glaube 3.0, aber er hat mit 1.0 angefangen. Von diesem Cowbreeding Motherboard Maschinen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass hier drin der Creeper explodiert. Das wäre das Bescheuerste, was mir passieren könnte. Genau. Und deswegen ist es hier so überdimensional groß gebaut. Vorher war es so, war es nötig, so groß zu bauen, aber jetzt halt nicht mehr. Aber sie haben es eben gefixt, weil es nämlich nach der 1.3 wieder nicht mehr ging. Und ja, was es ist, ganz einfach, eine Cowbreeding-Maschine. Das heißt, wir gehen uns mal kurz hier hoch, einmal hier rum, nochmal hier rum und hier rein. Und hier befinden wir uns dann in dem in der Überblicksversion. Und man hat ja auch hier noch Ausgang und hier draußen noch ein paar Bäume. Und hier auch überall schön die Technik sieht. Und hier noch eben, weil man ja für die Kühe eben Getreide braucht, hier auch noch eine schöne Getreidefarm. Bisschen was sogar noch drin. Man kann alle Bereiche selbst öffnen. Was ist da los? Was ist da los? Funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert das nicht mehr? Gute Frage.
Ja, gute Frage, interessante Frage. Aber ich würde sagen, das ist jetzt auch vorerst mal egal. Egal. Setzen wir einfach mal nur einen Block hin, damit der nichts durchschwimmen kann. Und da machen wir es dann hoch. Genau. Vielleicht irgendwo einen kleinen Wire-Problem. Naja. Auf alle Fälle wäre das halt eine ganz normale automatische Getreideform. Also zum Harvesten. Und dann kann man eben das fettige Getreide dann für die Kühe verwenden. Ich hoffe, er hat noch hier irgendwas drin. Genau. Und dann hier Auto Road Down Activate, bla bla bla. Send Cows Back und Coal Cows. Und jetzt seht ihr, einmal fahren alle Kühe eins weiter und wir haben hier oben zwei Kühe. Die können wir in den Love Mode versetzen, dann bekommt eins davon ein Kind. Und dieses Kind fällt dann hier in diesen Tunnel. Und das aktiviert dann auch noch einen Tripwire-Hook. Und wenn das da durch ist, dann kommt hier ein Ton. Dann weiß man, es ist fertig quasi. Dann kann man die Kühe wieder wegsenden. Von hier weg, das da schon weiter. Und automatisch, wenn ich es jetzt richtig eingestellt habe. Genau. Von die Kühe wieder ins Weiter und zwei neue kommen. Die kann man wieder breeden. Und die bekommen wieder Kinder. Ding. Und so läuft es die ganze Zeit. Und schauen wir mal, wie schnell hier die Kühe eigentlich da sind. Hier kommt ein Ton, dann eine kleine Melodie und neue Kühe sind da. Also es geht relativ schnell, man muss halt immer warten, bis das Tier fertig ist. Zack, weg. Und los geht's. Genau. Die ganzen Tiere, also Kühe, werden dann in die eine Kuhzucht-Dingsens gebracht, wo ich, oh, die hat's aber eilig, wo ich euch vorher schon gezeigt habe, bei der 5x5 Pistendor, da bei der Slime-Farm, da fallen die runter und dann kann man die eben, wenn sie ausgewachsen sind, braten und kochen. Das werde ich euch später noch zeigen, jetzt haben wir schon ein paar gebraten. Jetzt machen wir hier nochmal aus. Und dann so. Dann lassen wir hier ein Kind kommen und dann weg. Genau, denn jetzt dürfte kein neues mehr kommen. Genau, denn damit man sich auslocken kann, ohne dass den Kühen irgendwas passiert, muss man sie überall so haben, weil sonst würden sie Kühe aus den Minecarts fallen und dann wäre alles im Arsch. So, jetzt sind die Kühe da unten, jetzt können wir sie natürlich noch nicht töten, weil sie ja eben noch zu jung sind. Das heißt, wir werden erst was anderes machen. Und wenn ich sage was anderes, dann würde ich doch sagen, begeben wir uns einfach mal in diese Richtung. Denn das wäre, glaube ich, das nächste. Und was sich da hinten verbirgt, das ist auch nochmal ein gutes Stück verpackte Scheiße. Okay. Ich frage gar nicht weiter. Ich will es gar nicht wissen, was da wieder los ist. Wir müssen wieder zurück. Zurück kommen wir von oben. Genau. Denn man hat nämlich hier auch eine andere Anbindung. Und zwar diesen Aufzug. Der jetzt auch wieder geändert wurde. Früher war es auch ein anderer. Jetzt ist es eben wieder der da. Und um da runter zu kommen, weiß ich gar nicht. Gibt es da irgendwo einen Quick Drop? Achso, ja, genau. So, und dann, also ganz nah. Ah, irgendwie so. Okay. Volle Fälle, man kommt runter. Und hoch eben wieder Enderperle. Oder auch Enderperle. Oder auch Enderperle. Na gut. Also sehr stabil sind sie nicht, diese. Hm. Naja. Was auch immer das ist. Auf alle Fälle sind wir jetzt wieder hier unten. Und ja. Was sich hier befindet. Ach, Pfeile und ein Bogen. Denn der alte Elevator, den er hier hatte, das war ein übelst verpackter Scheiß.
Man musste, ohne Witz, dass der funktioniert, musste man mit einem Bogen und einem Pfeil auf diese Pisten einen Pfeil schießen. Dann hat es funktioniert. Ich frage mich echt, was manche Leute machen. Denn ich meine, man muss ja irgendwie drauf kommen, dass man das machen muss. Hallo? Ich habe keine Zeit und überlege mir, was könnte der Grund sein, und dann schieße ich einfach mal einen Pfeil in die Pisten. Also manchmal denke ich mir echt, ey, geil. Ist schon krass, was dieses Spiel alles so drauf hat. Gut, dann würde ich sagen, geben wir uns eben hier in diese Richtung. Schon nochmal kurz ein paar Dinge auf. Ah, die lassen wir da liegen. So, und jetzt sind wir bei dem auch einen weiteren Teil, das kaputt gegangen ist, denn früher war hier eine Minecart-Strecke. Jetzt ist es ein Speedway-Tunnel. Und zwar hier unten, man kann oben auch rumgehen, aber es macht keinen Sinn. Denn hier ist die Eigenschaft, man bekommt eine Speed-Potion. Und dann gibt es hier einen übelst krassen Speed, denn wenn du sprintest und springst und Speed-Potion auf Eis, in der 2-Runding, gibt dir Super-Fast-Mode, würde ich mal sagen. Und damit wären wir beim Idiot Camp. Da hat man natürlich auch, wie ihr vorher gesehen habt, gelesen habt, wie immer, eine Anbindung vom Dingsens her, von der Minecart-Strecke, die ganz da drüben ist bei Morningwood. Die werden wir später auch noch fahren, und zwar zurück, aber jetzt sind wir erstmal hier. Und warum das Idiot Camp genannt wird, muss ich euch eigentlich nicht sagen, wenn ihr es hier seht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt meine. Allein wenn ich jetzt hier F3 drücke, ich sehe auf 700, ja, gute 700 Villagers. Das heißt, Doc M wird nie Probleme mit Villager haben. Also, beziehungsweise er hat eins, und zwar, weil er hat so viele. Er hat so viele Villager, das ist eine Plage. Die sind unendlich am Breeden, wieder 700. Wieder 600, also jetzt habe ich ein Bild davon gemacht. Und ja, das hat sich auch ganz schön verändert, dieses Dorf. Am Anfang war es ein, ich weiß gar nicht, wie es ganz am Anfang geheißen hat. Weiß ich jetzt echt nicht mehr. Idiot Camp. So, wir begeben uns mal ein bisschen da weg von den ganzen Türengeräuschen. Stellen wir uns mal hier hoch. Und dann versuche ich es euch mal so halbwegs zu erklären. Also, das ist eben das Village, das Dorf, und da hat er dann eben zum Beispiel eine Achterbahn drauf gebaut. Ziemlich geiles Teil eigentlich, also lustig, zwar nicht sinnvoll, aber lustig. Okidoki, Glitches, da drin sind viele, ja. Und dann hat er dieses UFO drüber gebaut, und das ist der Grund, warum so viele Villager hier unten spawnen. Das nennt man Villager Breeding Cell an unendlich, wie auch immer. Denn da oben befinden sich Türen. Ganz viele Türen. Und ich glaube ein Villager. Und jetzt will jeder Idiot hier unten mit dem da oben breeden, wenn mich nicht alles täuscht. Und da sie zu dem oben nicht hinkommen, nehmen sie sich einfach einen von hier unten. Und wenn man mal hier so countet, hier 400, 500, ja, ein paar sind schon. Und es gibt auch ein Haus, das befindet sich hier vorne, wo zufälligerweise fast alle rein wollen. Ne, ich will hier nicht. Nein, geht mal weg da. In diese Tür müsste man rein. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob es so offen ist oder so. Auf alle Fälle, wenn die hier reingehen, ist das nervig. Dann kommen sie durch so einen Kanal, den man hier sieht, oder hier reingehen kann, könnte, zu diesem Bereich. Hier ist der Kanal, genau. Dann werden sie hier entlang geschwemmt und könnten hier hochgetrieben werden. Gehen wir mal kurz da hoch. Subscribe.